Namaste, guten Morgen. Ja, schön, dass du am 24. Tag, wo wir in Bayern zu Hause bleiben müssen, gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Setze dich zu Beginn auf einen bequemen Stuhl. Richte deine Wirbelsäule aufrecht. Und lass alles los, was du in den letzten Tagen und Nächten so angesammelt hast. Sehr relaxed, aber aufmerksam. Zur Unterstützung atmen wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch ein und durch den offenen Mund aus. Beim Ausatmen einfach alles loslassen. Einatmen. Tief. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Zur Unterstützung beginnen wir am Anfang mit Pranayama Nadi Shodhana. Dazu den kleinen Finger und den Ringfinger der rechten Hand zur linken Nase, dort schließen, zum linken Nasenloch natürlich, rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel, Daumen an die rechte Nase, ans rechte Nasenloch, links ausatmen, links einatmen, ganz nach oben halten, Wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen, ganz nach oben und links ausatmen. Links einatmen, ganz nach oben und rechts ausatmen. Noch ein Durchgang, rechts einatmen, und links ausatmen. Links einatmen. Und rechts ausatmen. Wenn du im Laufe des Tages diese Übung durchführst, denke daran, dass du die Hände waschst. Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Und beobachten von dort unseren Atem. Beobachte und fühle, wie du beim Einatmen kühle Luft durch die Nase in den Oberkörper bis tief in den Bauch einatmest und beim Ausatmen etwas wärmer diesen Weg wieder zurücknimmst. Thank you.
Versuche nicht, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach nur. Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung haben kann. Beim Einatmen sprechen wir gedanklich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir gedanklich so. Beim Einatmen sprechen wir gedanklich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir gedanklich so. 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 Achte darauf, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt. Wenn du unruhig wirst oder Gedanken auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung. Lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Mantra.
Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu kontrollieren und zu fokussieren, öffne für eine kurze Zeit deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Schließe danach deine Augen und kehre zurück zu deinem Mantra. Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben und du vollkommen friedlich und ruhig geworden bist, leg das Mantra beiseite, aber bleib bewusst und aufmerksam. Komm aus diesem Gedankenfreien
überbewussten Zustand zurück in den Körper und den Geist. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Mitgefühl. Denke an alle Menschen, die weltweit an dem Coronavirus erkrankt sind. Denke an die Menschen, die verstorben sind und an ihre Angehörigen. Denke an alle, die allein zu Hause sind und an alle, die kein Zuhause haben. Denke auch an alle, die wieder genesen sind und am Leben teilhaben. Denn dies ist auch der Zeitpunkt für Hoffnung. Jetzt ist der Zeitpunkt für Dankbarkeit. Denke an deine Familie, deinen Partner, deine Kinder, alle Lebewesen, mit denen du diese Tage verbringst. Denke an alle, die jetzt von dir körperlich getrennt sind. Denke an alle, die jetzt für dich da sind und deine Versorgung sicherstellen. In den Krankenhäusern, die Ärzte und Pflegekräfte, in den Altenheimen, beim Bäcker, der Postbote, die Müllabfuhr, auf der Straße und so weiter, alle, die für dich da sind und uns alle unterstützen. Dehne dein Blickfeld aus über die Wohnung, über die Gemeinde, die Stadt, dein Land, hin zu den 7,5 Milliarden Menschen, die auf der Welt mit den gleichen Problemen, Fragestellungen und Ängsten konfrontiert sind und dieses lösen müssen. Sieh sie gesund, glücklich, zuversichtlich. Wünsche ihnen das höchste Gute und sei dankbar. Lächle ihnen zu. Sieh dich selbst, wie du gesund, zuversichtlich und konstruktiv diese Zeit erlebst.
wie du freundlich bist und andere unterstützt. Lächle dir selbst zu und sei dankbar. Lass uns am Schluss gemeinsam dreimal Om singen. Om. Komm am Schluss wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, du kannst natürlich noch gerne, solange wie du möchtest, in diesem friedvollen, ruhigen Zustand verweilen, solange wie du möchtest und Zeit hast natürlich. Nimm vor allen Dingen diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen. Wenn du diesen Tag bewusst erlebst, ist vielleicht ein guter Ansatz, sich auf die Yamas zu konzentrieren. Yamas sind ja äußere Beschränkungen, die in Patanjalis Yoga Sutras beschrieben werden. Gestern haben wir schon das erste Yama, Ahimsa, vorgestellt. Heute kommen wir zum zweiten Yama und das heißt Satya. Ja, es bedeutet Wahrhaftigkeit im Denken, Sprechen und Handeln. Ja, eine spannende Geschichte, sich selbst zu beobachten. Bin ich wahrhaftig, bin ich ehrlich mit dem, was ich sage, denke und wie ich handle? Passt denn das alles so zusammen? Und es wird hier weiter beschrieben, jemand, der wahrhaftig ist, erfährt schnelle Resultate in seinen Handlungen. Ja, immer dann, wenn ich authentisch bin, dann erfahre ich Anerkennung, ich bin im Fluss und die Dinge, die ich angehe, die ich tue, sind in der richtigen Richtung und die Ergebnisse werden schnell erzielt. Roy Jean Davis in seinem Kommentar schreibt und ergänzt hierzu, zu diesem Yama Satya, Wahrhaftigkeit, indem wir unser Denken und Handeln an das anpassen, von dem wir wissen, dass es wahr ist, bleibt unsere Aufmerksamkeit und unsere Handlung auf nützliche Ziele und produktive Bestrebungen konzentriert, die leicht verwirklicht werden. Indem wir unser Denken und Handeln an das anpassen, von dem wir wissen, dass es wahr ist, bleibt unsere Aufmerksamkeit und unsere Handlungen auf nützliche Ziele und produktive Bestrebungen konzentriert, die leicht verwirklicht werden können. Ja, ich wünsche dir einen schönen Ostermontag im Kreis deiner Lieben. Heute eine tolle Möglichkeit, um sich auf dieses Yama Satya zu konzentrieren, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit,
mit sich selbst im Denken, Sprechen und Handeln. Namaste. Vielleicht, wenn du möchtest, bis morgen 7 Uhr gemeinsame Meditation.